So, hallo zusammen. Herzlich willkommen. Soll ich ein bisschen rumklicken, ne? Ja. Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video aus unserer Reihe The Dark Knight Rises. Und da geht es ja um The Dark Knight System in Theorie und Praxis. Und in dem Video hier jetzt ist mal wieder Praxis angesagt, ne? Ein Partiebeispiel, ganz frisch. Lass gucken, bin ich richtig? Ja, ganz frisch von gestern, ne? Ja, also frischer geht's nicht. Schnellschachpartie, gespielt auf chess.com. Schnellschach in unserer vernünftigen Zeitregelung von 15 Minuten und 10 Sekunden Inkrement, ne? 15 plus 10. Und ja, Brett in Flammen, ne? Oder Dark Knight in Flammen, muss man sagen. Also The Dark Knight System in dieser Form hier, E4, Springer C6, Einladung zur klassischen Nimzowitsch-Verteidigung. Angenommene Einladung zur klassischen Nimzowitsch-Verteidigung D5 und jetzt E5. Das sieht vergleichsweise harmlos aus, wie so Vorstoßvarianten halt so aussehen. Ne? Wir kennen sie aus der französischen Verteidigung, die Vorstoßvariante. Da brennt das Brett jetzt auch eigentlich nicht immer. Oder auch aus der Vorstoßvariante in der Caro-Kann-Verteidigung. Da brennt das Brett auch nicht immer, weil in der Caro-Kann-Verteidigung ist eigentlich sehr selten brennt. Aber in der Vorstoßvariante der Nimzowitsch-Verteidigung, ist das etwas anderes. Und zwar nicht so, wie es hier in der Partie jetzt kommt. Das ist dann schon ein Ausreißer. Aber grundsätzlich, weil grundsätzlich spielt Schwarz Läufer F5, sollte immer spielen, damit es eben gar keinen eingeklemmten französischen Läufer da unten auf C8 gibt. Grundsätzlich läuft die Partieentwicklung sehr oft in der Mehrzahl der Partien, weit über 50%, so ab, dass Weiß die kurze Rochade anstrebt und Schwarz die lange. So, und das ist jetzt erstmal nichts anderes als unterschiedliche Rochaden. Entgegengesetzte Rochaden kann man das auch nennen. Und entgegengesetzte Rochaden bringen automatisch Pfeffer ins Spiel. Denn dann kann jede Seite am jeweils gegnerischen, dem gegnerischen König gegenüberliegenden Flügel, ne, einen Bauernsturm starten, ohne dabei Bauern vor seinem eigenen König zu entblößen. Ne? Also wenn beide Könige zum Beispiel kurz rochiert haben, ne, und eine Seite macht einen Bauernsturm, üblicherweise ist es dann eher weiß, weil er halt, ne, den Anzugsvorteil hat, dann ist ein solcher Bauernsturm gegen den schwarzen König immer verbunden mit einer Schwächung des eigenen weißen Königs, weil ja die ihn schützenden Bauern nach vorne stürmen. Dann sollte das auch durchkommen, so ein Angriff. Denn sonst steht der eigene weiße König ein bisschen doof da, ein bisschen nackt im Wind. Wenn aber die Rochaden entgegengesetzt sind, dann kann ja jeder hemmungslos, zum Beispiel Weiß kann gegen einen langrochierten schwarzen König seine Bauern am Damenflügel vorstoßen lassen, weil dahinter steht ja kein eigener König. Das macht das Ganze deutlich schärfer und bringt auch das Thema Zeit und Tempo noch in eine ganz andere Bedeutung, als die diesem Schach sowieso schon hat. Weil dann gewinnt meistens, das ist jetzt nur kein Gesetz, aber eine Regel, ne? Der Regel nach gewinnt dann meistens die Seite, die den Gegner früher zu Verteidigungszügen zwingt. Also wenn beide angreifen, ne, da kann ja jeder einfach sagen, ich verteidige mich nicht, ich mache Gegenangriff, ne? Drohung, Gegendrohung. Und die Partei, die als erstes sich genötigt sieht, das doch mal lieber sein zu lassen, den eigenen Angriff abzubremsen oder gar abzubrechen und sich zu verteidigen, ist meistens die, die die Partie verliert. Ja? Deswegen ist die Vorstoßvariante in der Nimzowitsch-Verteidigung, wie wir sie hier auf dem Brett haben, alles andere als was ruhiges, positionelles, sondern artet sehr oft in Wildheit aus. In der Partie hier, ja, wird sie aber noch wilder und noch heißer und feuriger, Brett in Flammen, und zwar ohne, dass einer der beiden Könige überhaupt rochiert hat. Ja, was ich gerade gesagt habe, gilt ja für sozusagen noch eine normale weitere Eröffnungsentwicklung, ne, und Abschluss der Eröffnung durch Rochade auf beiden Seiten. Hier kommt keiner zum Rochieren, weder weiß noch schwarz. Ja? Und es geht wie folgt: H4. Wird nicht so oft gespielt, ist aber gar nicht so ungefährlich oder so untricky. Ich habe hier jetzt mit Schwarz, also ich spiele mit Schwarz, ne? Mein Gegner
Eiluropoda oder so, ne, mit einem Schnellschach, Online-Schnellschach-Rating am Ende dieser Partie von 2066 Ratingpunkten. Ne, also der weiß auch mehr als vom Schach, als wie man nur die Figuren aufbaut. Ich habe hier sofort Atempo H5 gespielt. Ich habe gar nicht groß darüber nachgedacht mehr, weil das habe ich in vergangenen Partien das eine oder andere Mal ein bisschen schludern lassen und erst später H5 gespielt und hatte eine dunkle Erinnerung, dass das mir nicht so gut bekommen ist. Ich habe danach aber natürlich noch mal ein bisschen analysiert und mir wieder in Erinnerung gerufen, dass das hier eigentlich das Normale, das quasi H4 ignorieren und jetzt mit F6, was man sowieso ja will, in der Nimzowitsch-Verteidigung, in der Vorschussvariante, mit F6 den E5-Bauern bei den Hörnern packen, dass das geht, vorausgesetzt, man erinnert sich daran, dass jetzt ja nicht Läufer E4 gespielt wird. Das ist nicht so gut. Man greift zwar den Turm in der Ecke an, ja, aber Weiß spielt F3 mit Tempo, der muss wieder zurück. Ja, und jetzt ist das nämlich auch wieder ein Tempozug. Jetzt ist das auch ein Tempozug und da muss der Läufer nach F7 und dann kommt F4 und jetzt steht Weiß besser. So nicht, aber auf G4 muss einem dann einfallen, dass man sowas Komisches spielt wie Läufer E6. Und das ist sozusagen gar nicht komisch, ne, sondern richtig gut. Und jetzt kriegt er Weiß die Probleme. F4, tauschen, Dame D7. Denn der Läufer steht auf E6 gar nicht komisch, sondern in Verbindung mit der Dame jetzt greift er G4 an. Und wenn man den deckt mit Läufer E2, dann spielt man Springer H6. Auch das muss man aber, glaube ich, kennen, denn man darf keine Angst hiervor haben. Man darf keine Angst haben vor dem isolierten Doppelrandbauern, würde man das, glaube ich, nennen, ne? Denn der ist gar nicht so schlimm oder so schlecht. Die Probleme, die Weiß mit seinem G-Bauern hat, ich habe es schon mal eingezeichnet hier, ne? Turm H, G8 und Druck gegen G4 sind viel größer. Also Weiß hat viel mehr Probleme als Schwarz. Aber daran muss man sich erinnern, wenn man in dieser Stellung eben nicht H5 spielt, sondern F6. Ich habe H5 gespielt. Und Weiß ist auf dem Angriffstrip, ne? Weiß spielt Läufer G5. Da hat er wahrscheinlich gedacht, ich spiele Läufer G5, damit jetzt Schwarz nicht E6 spielen kann. Dass er dann quasi so nicht geht, ne? Weil der E-Bauer gefesselt ist. Ja, aber E6 spielt man schon ganz gerne, ne? Mit Schwarz in diesem Aufbau, aber muss ja nicht sofort sein. Ne? Und man kann jetzt einfach natürlich F6 spielen. Und jetzt muss der Läufer eigentlich zurück nach F4. Dann tauscht man auf E5 und spielt jetzt E6 und hat eine ausgeglichene Stellung. Also schwarz ist okay. Ja, also ausgeglichene Stellung heißt jetzt wirklich Ausgleich. Ne? Also nach 7 Zügen in der Eröffnung hat Schwarz jetzt zunächst einmal das Bestmögliche, was man aus der Eröffnung bekommen kann, erstmal erreicht. Sofern Weiß nichts einstellt und das ist Ausgleich. Ne? Ich wiederhole das öfter, aber prägt sich besser ein. Ja, also Schwarz und Weiß sind nicht nur unterschiedliche Tasten auf dem Klavier, ne, sondern auch wirklich unterschiedliche Potenziale zu Beginn einer Schachpartie. Ne. Weiß fängt an, Weiß hat den Anzugsvorteil. Mir fällt bisher immer noch nichts Besseres ein als der Vergleich mit dem Tennis. Ne. Wer einen Aufschlag hat, hat die größere, weitaus größere Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen, also das Aufschlagsspiel, als den, der hinten an der Linie steht und mit dem Return den Aufschlag erstmal zurückschlagen will. Deswegen ist Ausgleich für Schwarz schon mal prima. Aber Weiß rechnet hier anders. Ja, und spielt jetzt hier ganz was Wildes, nämlich Läufer D3. Ja, das ist jetzt natürlich einfach, also eine Gegendrohung, ne? Aber jetzt auch eigentlich nicht wirklich, ne? Der schwarze Läufer auf F5 ist ungedeckt, ne? Ich muss gestehen, an so naheliegende Dinge wie Läufer schlägt D3, ne? Und das Figurenopfer annehmen, habe ich ehrlich gesagt nicht richtig lange darüber nachgedacht. Und ja, das ist auch Dame D3. Jetzt den Läufer auf G5 nehmen, ne? Schwarz gewinnt eine Figur, aber naja, das ist halt ein Schach, ne? Dame G6 Schach, König D7 und E6 Schach. Und jetzt führt das Vorlaufen, ja gut, ins Verderben nach C4. Ne? Würde man wahrscheinlich aber auch nicht tun. Ne? Man würde ja sicherlich nach C8 zurückziehen.
Und aber auch jetzt ist es tatsächlich ein korrektes Figurenopfer von Weiß. Nicht, weil er die Partie gewinnt, aber weil sie Remis hält. Ne? H schlägt G5. Naja, hier ist ja nichts so richtig entwickelt. Ne? Und wenn man jetzt Dame D6 spielt, dann gibt es hier unten einen Damenschach. Und die Dame muss wieder zurück, ne? Weil der Springer, der kann ja nicht zurück. Dann will unter anderem ja einfach die Figur wieder verloren gehen. Ne? Zieht die Dame wieder zurück, geht die Dame wieder nach G6. Und Maschine sagt, das ist eigentlich das Beste, was Schwarz hier machen kann. Ne? Remis durch Zugwiederholung. Nee, also richtig habe ich an über hier Läufer D3 gar nicht nachgedacht. Ich habe aber auch wirklich nicht nachgedacht über Springer D4. Welches habe ich das Läufer D3 richtige gezeigt? Über dieses Läufer D3 hatte ich nicht nachgedacht hier. So, komm nochmal zurück, damit wir wissen, wovon wir reden. Hier, so, über das hier habe ich nicht richtig nachgedacht, aber es ist tatsächlich hiernach auch vermutlich so und so ein korrektes Figurenopfer und Schwarz wahrscheinlich tut wahrscheinlich wirklich am besten, tut am besten mit Dame D6 diese Zugwiederholung anzubieten. Aber worüber ich auch nicht nachgedacht habe, worüber man das nicht nachdenkt im Schach, ne, ist, dass ja hier durch dieses Läufer D3 jetzt auch der ungedeckt ist. Das heißt, Springer D4. Geht, ja, ne, jetzt hängt ja, jetzt hat einen Bauern genommen, deckt den angegriffenen Läufer, ja, und der hier hängt ja immer noch. Ne. Der wird man dann zurückziehen mit Angriff auf den Springer. Ne, der Springer kann jetzt ja nicht wegziehen, sonst würde der Läufer auf F5 hängen. Ne. Und ja, wenn man jetzt sowas spielt, dann ist hiernach ist auch Remis, ne? Mit der Figur wird, glaube ich, wieder nicht gehen. Wegen des Schachs. Vermutlich, ne? Mal kurz die Engine anschmeißen. Das ist reine Taktik. Oh, aber reine Taktik, ne? Da lasse ich die Maschine mal kurz im Hintergrund rechnen. So, da kommt sie. Die Chessify Engine, ne? Lasse ich hier laufen, weil die einfach viel. Also es dauert ein bisschen, bis sie jetzt gestartet ist, aber sie rechnet halt viel schneller als alles andere, was ich hier zur Verfügung habe. So, schlägt. Ja, geht doch. Kann man doch spielen. Ich schläge D4. Also das Schach ist es nicht, sondern das hier. Das hier kann weitergehen. Dann haben wir wieder das hier, ne? Zack, zack. Und ist es nicht. Na ja, gut, aber das ist es natürlich dann auch nicht, ne? Wegen hier. Ja, ist Figurenopfer. Nur. Ne? Alternative hier, wenn man das vermeiden will, ist nicht auf F schlägt E5 zu spielen, sondern hier Läufer schlägt D3, Dame schlägt D3, jetzt so, ja. Ne? So ist es dann. Naja, Schwarz hat zwei Bauern mehr, ne? Aber steht alles ein bisschen luftig, ne? Also dieser ganze Aufbau von Weiß ist, oder dieser Angriffsversuch hier von Weiß mit Läufer D3, das ist es nicht, aber man muss dann auch schon genau spielen. Ne? Also hier habe ich jetzt Dame D7 gespielt, ne? Das schien mir das sicherste zu sein, und Maschine sagt auch, die gibt auch das Ausrufezeichen, weil das noch klarer ist, denn nach E schlägt F6, kommt jetzt G schlägt F6. Läufer E3 zurück. Und jetzt E5. Das ist der typische, also ja, doch, ja, ein typischer Vorstoß,
in der Vorstoßvariante der Hinzuwitsch-Verteidigung, wenn man es schafft, halt einen weißen Bauer, den weißen Vorstoßbauer auf E5 zu beseitigen oder ne, ihn dazu bewegen, sich zu beseitigen, was ja Weiß hier gemacht hat, indem er auf F6 geschlagen hat. E5, D schlägt E5, F schlägt E5. So, und jetzt hat hier Weiß eine Kombination gesehen, die aber nach hinten losgeht. Und die Kombination, die Weiß hier gesehen hat, und deswegen hat er das auch sehr schnell gespielt, ist Läufertausch auf F5 und jetzt Bauerngewinn auf D5. Das habe ich allerdings auch gesehen und darauf spekuliert oder gehofft, dass Weiß das spielt, denn jetzt haben wir einen Bauern geopfert mit Schwarz haben wir noch, ne? Ja, genau, aber jetzt kommt Springer B4. So, jetzt haben wir, ne? Doppelangriff auf C2 und die Dame auf D5. Die Nummer hier auf C2 wird ja dann gleichzeitig ein Schach, ein Gabelschach, ne? Turm A1. Also irgendwas jetzt hier zurückziehen mit Weiß, irgendwie die Dame zurückziehen, um die angegriffene, ja, um C2 zu decken, geht ja nicht. Also hier geht jetzt wirklich nur Flucht nach vorne. Ne? Und da ist ja auch was dran. Ne? Das eine, die eine Möglichkeit ist jetzt direkt hier unten auf B7 zu schlagen. Ne? Dann hängt hier unten auch ein Turm. Man spielt, man Springer schlägt C2, König E2 und Schwarz steht prächtig, Schwarz steht auf Gewinn, aber es ist jetzt auch nicht einfach. Also man kann auch schon mit einem Zug alles wieder einstellen. Man sieht jetzt schon, beide Könige, ne, stehen nackt im Wind. Ne? Eigentlich steht der schwarze König sogar ein bisschen nackter als der weiße. Ne, könnte man meinen, aber die schwarzen Figuren stehen doch mehr als einen Ticken mehr zum Angriff bereit und stehen auch bereiter, Material zu gewinnen. Ne? Weiß hat sich aber, finde ich, sogar noch ein bisschen schöner gespielt, hat nämlich nach Springer B4 erst das Damenschach auf B5 gegeben, um C6 erstmal nochmal zu provozieren und jetzt Dame schlägt B7 zu spielen. Der Unterschied ist, dass jetzt in der Stellung der Bauer nicht auf C7 steht, ne, sondern auf C6. Und jetzt kommt natürlich zuerst, eigentlich nicht. Also eigentlich hätte das jetzt noch gar nicht kommen müssen. Springer schlägt C2. Eigentlich ist jetzt sogar Turm D8 noch ein bisschen stärker, denn jetzt als erstes Turm D8, nicht um den Turm zu retten, weil der in der Ecke angegriffen ist, ne, sondern um den Turm mit ins Spiel gegen den weißen König zu bringen. Und solange der Springer auf B4 steht, ist ja der Bauer C6 gedeckt und dieses Dame schlägt Bauer C6 und Schach geht nicht. Ja? Und wenn jetzt Weiß sagt, naja, dann kann ich ja mit Springer A3 diesen Punkt C2 überdecken, dann gibt's sowas hier. Turm H7. Ja? Gedeckt von der Dame, greift die weiße Dame an, über die komplette siebte Reihe, ne, man beachte, da steht ja so gut wie nichts mehr auf der siebten Reihe, nur noch ein einziger Bauer auf A7, ja, und der stört nicht den Blick des Turms gegen die weiße Dame und die weiße Dame ist gefangen. Sie hat kein Feld mehr. Die ist gefangen. Hat Schwarz nicht gesehen, sondern hier direkt auf C2 geschlagen, was gut genug ist. Ne, aber dieser Damenfang ist eigentlich noch schöner. Ne? König E2. Ja, aber jetzt kommt schon die erste Ungenauigkeit. Ne? Denn jetzt ist Turm D8 nicht so gut. Gespielt, aber ist nicht so gut. Jetzt ist tatsächlich Turm C8 besser. Denn nach Turm D8 steht der Turm zwar aktiver, was das Spiel hier angeht, aber es geht eben jetzt auch Dame schlägt C6 Schach. Ne? Turm D7 dazwischen und jetzt geht Dame C8 Schach. König F7. Jetzt geht Dame C4 Schach. Und jetzt kommt die nächste Ungenauigkeit von Schwarz. Ne? Man kann hier was falsch machen. Das heißt, man kann auch was richtig machen. Ne? Das Richtige ist, der König geht nach G7. Ja? Und wenn dann Springer F3 kommt, dann holt man sich den Turm da unten ab. In der Partie spielte Schwarz den König nach G6. Man wollte einfach aus dem Gefühl heraus hier den König nicht hier irgendwie so stehen lassen, weil vielleicht ja dann doch mal irgendwas hier in den Diagonalen passiert. Nur, jetzt ist Springer F3 ein Bombenzug. Jetzt ist Springer F3 ein Bombenzug. Das hatte wahrscheinlich mein Gegner genauso wenig gesehen wie ich. Das ist jetzt wieder ausgeglichen. Das ist auf einmal wieder ausgeglichen. Ja, wieso kann man einfach hier nehmen, ne? Auf A1. Ne? Ja, aber jetzt gibt es eine Replikmöglichkeit für Weiß, die beide Seiten nicht gesehen haben. Und die lautet G4. G4. H schlägt G4.
Springer schlägt E5 Schach. Springeropfer, wenn man so will. Eigentlich eher ein Scheinspringeropfer, denn Dame schlägt E5, Dame schlägt G4 Schach, König F7, Dame schlägt D7. Nimmt den Turm weg. Läufer E7, Dame D3 und Schwarz hat eine Figur, Weiß dafür drei Bauern. Das ist unbalanced, ja. Die Computeranalyse gibt hier eine ausgeglichen, aber das heißt nur, also das wird eine Remis werden natürlich, ne? Aber das ist jetzt keine Gewinnstellung mehr für Weiß, für Schwarz. Das ist eine sehr unbalanced heiße Geschichte, wo der schwarze König eigentlich nackter steht als der Weiße. Hat aber nicht gesehen, der Weißspieler, sondern spielt hier das naheliegendere Springer BD2. Das war der einzige Zug, mit dem ich gerechnet habe. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt spielt sie den Springer nach C2. Und wieder ist G4 der Zug, der, wenn auch in eine unbalanced Position, aber Weiß rettet. Ja, H schlägt G4 und wieder haben wir das Springeropfer. Dame schlägt E5, wieder haben wir Dame schlägt G4 Schach, König F7, Dame schlägt D7, Läufer E7. Und wir haben wieder eine sehr unbalanced Position, ne, wie Andrew Martin das mal immer so schön geprägt hat, diesen Begriff. Ich wiederhole den öfter mal, ne, aber ich finde, dieses Englische bringt es auf den Punkt. Ne. Ausgeglichen ja, rein objektiv, ne, rein oder zumindest von der Bewertung der Computeranalyse, aber total unbalanced. Ja. Und natürlich dadurch eben auch Chancen für Weiß. In der Partie hat Weiß sofort Springer schlägt E5 gespielt. Und das ist falsch. Allerdings war das auch nochmal heiß, ne? Dame schlägt E5, Dame schlägt C2. Im Moment hat hat Schwarz einen Turm mehr für drei Bauern. Dame F5 dazwischen, Dame C6 und hier habe ich jetzt lange überlegt, wie ich diesem Schach begegnen sollte, ne? Mit König F7, mit Turm D6, mit Läufer D6. Also das war aber etwas, was ich ursprünglich gedacht hatte, das zu spielen, und das ist auch gut genug zum Gewinnen, aber das ist dann doch auch ein bisschen komplizierter noch, ne? Schien es mir nach diesem Schach. Ich habe dann Springer F6 gespielt, weil ich dann das auch ja gesehen habe, was vermeintlich kommt, und das kam auch, Turm H3. Im ersten Moment erschreckt man sich ja, ne? Moment, der Turm, man denkt, naja, der Turm in der Ecke, ne? Den will er so irgendwie zurückbringen, ne? Und mit ins Spiel gegen den schwarzen König bringen. Nee, nach vorne. Ne? Weil über die dritte Reihe, ne? Der kann hier hin, ne? So hin. Das ist ja durchaus nicht ungefährlich. Ne? Das funktioniert nur deswegen nicht, weil man das verteidigen kann, sondern weil der schwarze Königsangriff schneller ist. So gesehen schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass in der Vorstoßvariante der klassischen Nimzowitsch-Verteidigung meistens die Partei verliert, die sich zuerst verteidigen muss. Also wer Geschwindigkeit ist Trumpf, ja? Wer zuerst durchkommt, hat gewonnen. Und deswegen geht nämlich jetzt hier Läufer H6. Hier geht Läufer H6, denn auf Turm F3 gibt es erstmal das Damenschach auf D3. König geht zurück nach E1. Ja, und jetzt? Ne? Also, holla, ne? Also, ein Schach sieht man nicht mehr für Schwarz. Hier, ja, sieht auch ein bisschen bedrohlich aus. Nee, Pustkuchen. Ne? Läufer schlägt E3. Läufer schlägt E3. Und das ist mehr als einfach nur ein Läufer schlagen, weil wenn der weiße Läufer auf E3 verschwindet, wie er jetzt verschwunden ist, hängt ja auch im nächsten Zug der Springer auf D2. Ne? Allein schon wegen der Schwerfiguren von Schwarz in der D-Linie. Deswegen muss Weiß auf F6 die Figur zurückschlagen mit Schach. Ne? König H7 und Turm schlägt E3. Dame schlägt D2, König F1. Und das sieht ja auf den ersten Blick, das ist auch, ja, ist gut, das ist jetzt kein kompliziertes Puzzle. Wenn man das als Puzzle bekommt, die Stellung, ne, oder als Knobelaufgabe, ne, also als Rätsel, dann findet man es sehr schnell, ne, weil bei einem Puzzle weiß man, es gibt eine Kombination. Wenn man das in der Partie bekommt, erst recht hier ein paar Züge vorher, ne, ich meine, das musste ich ja dann berechnen, noch schon, also mindestens hier, ne? Eigentlich schon hier bei Läufer H6, ne? Da habe ich sie fast kommen sehen. Ne? Und hier sind schon ein paar Züge im Voraus. Ne? Schach schlägt, Weiß gibt Schach, König H7, Turm schlägt E3, zack, zack. Ja, bis dahin muss man es jetzt schon sehen, denn es hat zwar jetzt schwarzen Turm mehr,
Aber man guckt ja trotzdem so ein bisschen, ja, weil der schwarze König so nackt steht und der Turm hier in der Ecke, gibt es vielleicht hier irgend so was, irgend so ein schlimmes Dauerschach oder so, ne? Mit der weißen Dame und dem weißen Turm. Nee, schwarz ist dran und die Partie wird beendet mit einem schönen Matt. Dame C1. Turm E1. Und jetzt? Alle mal gucken. Wer hat's als erstes? Damenopfer auf E1. Am Ende noch ein Damenopfer für den ästhetischen Abschluss, muss ich schon sagen. Ne? Also finde ich jedenfalls, sowas finde ich schön, ne? Sowas finde ich ästhetisch, also im Schach. Weil der König muss zurückschlagen und Schwarz hat das auch noch gespielt, hat es also bis zum Matt zu Ende gespielt und das bringt uns eben dieses schöne Mattbild, Doppelturm, Angriff gegen den weißen König, der muss wieder zurück und dann gibt es das Grundreihenmatt auf D1. Die weiße Dame würde gerne Dauerschachs geben, wenn sie dran wäre. Ne? Das wäre jetzt alles Dauerschach. Dame F6 nach F7 Schach, König H6, König nach Dame wieder zurück nach F6. Aber ist halt nicht dran, sondern ist matt. Ne? Heftig. Brett in Flammen. Und das kann einem passieren. Also gilt das noch als Kurzpartie? Nee, glaube ich nicht. Wenn das matt im 30. Zug kommt, nicht. Ne? Brett in Flammen, kein König ruchiert. Und merken kann man sich jetzt, also neben ich fand die schon schön, ne? neben dem schönen Verlauf, war es typisch, hier H4, H5 kann man spielen, ja, also definitiv, das reicht auch, das F6 ist etwas komplizierter, weil man auf G4 dran denken muss, den Läufer nach E6 zu ziehen, das ist ja ein komisches Feld. Also da ziehst du das, ob du das findest am Brett, weiß ich nicht, also das muss man, glaube ich, dann doch eher wissen, dass der dahin hingehört. Aber H4, dieser Aufbau ist natürlich Harakiri, ja. Aber hier gilt auch wieder E5. Also das Ziel von Schwarz, in diesem ganzen, ob Mitläufer auf G5 jetzt oder ohne, ne, mit diesem F7, F6 und diesen Zentralbauern anhebeln, wenn der weiße Bauer dann schlägt, ja, dann schlägt man in Richtung des Zentrums und dann ist, auch wenn es nicht taktisch direkt wie hier das Brett in Brand setzt, dann ist also E5 eben auch der Plan, um da ein perfektes Bauernzentrum hinzukriegen. Und natürlich lang zu ruchieren danach. Ne? Also kurz Ruchade ist nicht drin, aber dazu sind der Partie ja hier nicht gekommen. Ne? Ja, coole Partie, schönes Matt am Ende, Damenopfer, alles drin. Was willst du mehr? Ne? Das war's bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.